Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Assassin's Creed Teil 2. Ich bin doch ein bisschen über den Namen gestolpert. Wir reden mit unserem kleinen Bruder. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Adlerfedern für den kleinen Bruder sammeln, bevor dieser bestraft wird, weil er das Bett verlassen hat. Ja, und ich bin immer noch am Nachsynchronisieren. Das ist auch die vorletzte Folge, die ich nachsynchronisiere. Danach ist dann das Mikro Gott sei Dank wieder eingestellt. Und hier holen wir jetzt gerade die Federn für unseren kleinen Bruder. Der möchte nämlich irgendwas damit machen, will uns aber natürlich nicht sagen, was es ist. Ist ja klar, hier Spannung aufbauen. Vielleicht sagt er es uns auch später oder auch nicht. Und jetzt klettern wir wie ein Affe von Dach zu Dach. Affen klettern übrigens sehr elegant, wenn man sie mal beobachtet, wenn sie Bock haben. Und wir haben die zweite Feder geschnappt. Jetzt müssen wir uns noch die letzte Feder schnappen. Und springen daher elegant von Schornstein zur letzten Feder. Und haben sie auch schon. Und rennen auch gleich zurück zu unserem kleinen Bruder, den ich fälschlicherweise kurzzeitig unseren Sohn betötet habe, warum auch immer. Jetzt unser Sohn, ja genau, wer es glaubt. Denn unser Bruder möchte diese Federn, darf aber nicht mehr raus, weil es ja spät, Bettzeit und so, schlafen, muss ja Energie sammeln, der Kleine. Oh, der voll, echt, ist doch voll süß. Der ist so süß. Und dann, genau, dann stürzen wir noch fast in die Tiefe und springen dann auch noch runter und landen vor dem Laden. Wenn sie jetzt elegant noch was einkaufen und so tun, als wäre es Absicht gewesen. Dann renne ich noch eine Runde nach hinten, bis ich merke, dass das die falsche Richtung ist. Und renne wieder zurück. 3, 2, 1. Ihr wisst, das ist voll cool, so nass. Ich sollte öfters nachsynchronisieren. Nee, warum ich nachsynchronisiere, für diejenigen, die die vorherige Folge nicht gesehen haben. Ich hatte an meinem Rechner ein bisschen was umgestöpselt und umgesteckt und habe danach nicht überprüft, ob mein Mikro noch richtig eingestellt ist. Und in dem Sinne habe ich dann erst danach, nachdem ich unabsichtlich eine Folge in der Mitte gestoppt habe, erst gecheckt, hier, dass das Mikro verschwindet. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Ja, das ist so süß. Ich sagen muss, danke, liebe Feststelltaste, dass du mir ins Spiel gekickt hast. Da habe ich wenigstens gemerkt, dass ich keinen Sound habe, weil sonst hätten wir, glaube ich, noch drei Folgen mehr, die ohne Mikro laufen. Genau, jetzt haben wir die Federstandorte freigeschaltet, die wir ja von unserem Bruder sammeln können. Und jetzt war ich gerade in dem Moment überlegen, ob wir erst der Mama helfen oder ob wir uns so eine Nebenaufgabe schnappen, aber wir helfen jetzt erstmal der Mama. Denn das ist wichtiger. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ein Freund der Familie Maria bei ihrer Aufgabe helfen. Das machen wir doch glatt. Da lernen wir nämlich einen der berühmtesten Zeitler dieser Zeit kennen. Das klingt irgendwie doppelt gemoppelt. Egal. Ich weiß von deinem Kampf mit Jeri. Woher? Welcher Kampf? Ein Vögelchen hat es ihr geflüstert. Ein 2 Meter großer Spitz. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat schon uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Hast du falsch gedacht. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Wo ist eigentlich schon wieder meine Brille? Warum setze ich eigentlich immer vom Rechner ohne Brille und wundere mich dann, warum nach einer gewissen Zeit mir der Bildschirm verschwimmt? Dann machen wir mal mit verschwundenem Bildschirm weiter. Ach, seid froh, also an die Leute, die keine Brille tragen, seid froh darüber. Brillen sind so nervig. Weil sie ständig dreckig sind. Da sind wir. Und da sind wir angekommen bei Leonardos Werkstatt. Und da sehen wir ihn auch gleich, den berühmten Leonardo. Damit meine ich nicht DiCaprio, sondern Da Vinci. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Du
Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Ich denke gerade oft, dass der Leon... Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Das ist beim zweiten Mal genauso lustig. Ezio, hilf Leonardo, ja? Frau Auditore, du bist klasse. So, Ezio, was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ach ja, ich habe kurzzeitig gedacht, dass ich denen jetzt folgen soll, aber jetzt folgen sie mir. Und du? Kunst, nicht wahr? Jetzt sind wir auf dem Weg zurück, weil wir jetzt die Gemälde tragen. Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist schön, aber oft denke ich, meine Arbeit... Mutti weiß, wie es läuft. An Zweck macht das Sinn. Ich würde lieber praktische Arbeit. Ja, praktische Arbeit, da kennt sich die Mutti auch aus. Vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Das ist schon ziemlich cool, die Aktion. Ich werde sie verändern. Oh, Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Ich zweifle nicht. Vielen Grazie, Madonna. Wie nett von euch. Ihr wird uns nämlich noch sehr oft aus der Patsche helfen. Ach, Gottchen. Was sind das eigentlich für Gemälde? Das sieht aus wie Notizbücher. Palazzo Auditore. Da gibt es sogar was. Adlerauge, Objekt ablegen. War ja tatsächlich nicht so weit. Dann haben wir der Mama auch erfolgreich geholfen. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Gern geschehen. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Auf jeden Fall. Ich auch. Genau, jetzt haben wir die Sachen abgegeben. Jetzt sind die zwei plötzlich weg, samt Kiste. Und genau, jetzt war vielleicht noch kurzzeitig überlegen, ob wir eine Nebenaufgabe machen sollen oder ob wir gleich mit der Hauptquest weitermachen sollen. Ich habe mich dann dazu entschieden, die Hauptquest weiterzumachen. Deswegen sind wir zu dieser fröhlich leuchtenden Tür gegangen, haben einmal kräftig dran geklopft und sind hereinspaziert, um mit unserem Vater herzureden. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene, ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Der Gesichtsausdruck ist so grandios. Zwei Briefe für Giovanni überbringen und einen dritten am Taubenschlag abholen, dann zu ihm zurückkehren. Sonderzustellung. Go, go. Alle drei Aufgaben erledigen. Genau. Und jetzt, nach kurzer Überlegung, entscheiden wir uns nämlich, die Mitte erst zu nehmen. Weil ich dachte, das wäre der Taubenschlag, aber das war dann doch nicht der Taubenschlag. Deswegen joggen wir elegant durch die Straßen des alten Florenz und werden uns der Sache annehmen. Ein Hinweis zu den öffentlichen Brunnen. Bitte wascht und färbt eure Wäsche. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. In den öffentlichen Brunnen sollte man sich nicht waschen, auch keine Wäsche färben. Das ist nämlich für alle Wasser, nicht nur für den einen. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht Ach, hier vor? Ach, das ist, glaube ich, gar Wartet, kein Dieb. Das zurück. Ist, glaube ich, Erklärt einer von euch. Den Prüglern oder wie die heißen, Söldner oder so. Ja, wir beliefern nämlich gerade die Fraktionen und wir wissen das ja nicht, weil wir ja noch klein Ezio sind. Wir haben ja mit den Geschäften des Vaters ja noch nicht so viel zu tun. Genau, und da wundere ich mich gerade, warum man nicht hochklettern kann. Also bitte, ich wollte elegant wie eine Elster da hochklettern und jetzt muss ich mit der Leiter vorlieb nehmen. Aber wenigstens hat Ezio geil mit dem Arsch gewackelt. Ha, ja, alles gut. So, dann klettern wir mal über die Seile, die ich super praktisch finde. Sollte es öfters geben, da kommt man nämlich schön von Dach zu Dach. Oder von Straßenseite zu Straßenseite, besser gesagt. Guten Tag, die Herren und Damen und was auch immer wir wandern weiter. Ich glaube, ich sollte mich auch Und dann schnappen wir uns die nächste Aufgabe. Genau. Die habe ich bemerkt. Bloß die laufen ja zum Glück weg, deswegen können wir reinrennen. So. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht.
Jo, damit hätten wir die zweite Aufgabe auch erledigt. Wir haben jetzt, glaube ich, den Dieben und den gefühlten, nicht Konkubinen, auf jeden Fall den netten Frauen nämlich jetzt auch einen Brief zukommen lassen. Das wird nämlich im späteren Spiel sehr wichtig. Das heißt, wichtig ist aber unter anderem relevant für spätere Spiele. So für so einen Nebenaspekt vom Spiel ist das relevant. Genau, setzen die sich alle entspannt hin, wenn ich komme. Das ist auch immer ganz schön. Da ist der Arzt mit der Pestmaske. Ach, ist das schön, durch die Stadt zu joggen. Durch das Renaissance, durch das Florenz der Renaissance. Der Weinhändler, der seinen Karren vor dem Geschäft des Fleischers Vito abgestellt hat, möge ihn bitte bis zum Beginn der Abendprozession von Santa Croce entfernen. Schön, wie kannst du nicht deine Karre beim Fleischer abstellen? Hier geht's noch. Das verschreckt nur die toten Tiere. Geht ja gar nicht. Ah, ist das Maria und Josef. Ah, da ist der Taubenschlag, den wir uns jetzt auch gleich zu Gemüte führen werden, wenn ich nicht nochmal hochklettern würde, weil ich nämlich die falsche Taste gedrückt habe. Juhu, und nochmal. Nee. So, jetzt schnappen wir uns die Taube, die, wie man feststellen muss, schon ziemlich dünn ist. Also im Gegensatz zu unseren dicken Tauben heutzutage ist die echt schlank. Das ist die Modeltaube, das gehört so. Genau, jetzt haben wir den Brief auch noch geholt. Genau, jetzt wollte Ezio irgendwie nicht sonderlich laufen, weil er unbedingt die Alternativkarte cachen wollte, aber ich hatte keine Lust auf die Alternativkamera. Deswegen haben wir es jetzt geschafft. Sind jetzt bei 1335 Fleur oder Flores oder wie die heißen. Haben erfolgreich synchronisiert. Das klingt, als ob man erfolgreich gucken gegangen wäre. Und jetzt reisen wir wieder Richtung Heimat. Truhen können wir jetzt auffinden, da ist Geld drin. Wir können uns Karten kaufen bei Kunsthändlern, damit wir diese finden, was ich sehr cool finde. Was wir jetzt aber erstmal sein lassen, weil wir noch Zeit genug haben werden, uns Karten zu kaufen. Und am Anfang ist, glaube ich, es erstmal wichtiger, Sachen wie Ausrüstung und dergleichen. Und am Schluss, am Ende des Spiels, hat man meistens sowieso mal genug Geld. Und es ist jetzt auch nicht relevant, dass wir wirklich alle Truhen finden müssen, um das Spiel zu beenden. Klar, es ist praktisch, weil wir finden Geld. Geld ist in solchen Spielen immer ganz praktisch, aber wenn wir einer begegnen in einer Truhe, ist okay. Wenn nicht, dann auch. Genau, jetzt wandern wir zurück zu Papa und Mama, um Papa zu sagen, um Padre, oder besser gesagt Padre, zu sagen, dass wir jetzt die Sachen haben und ihn zu informieren, dass die irgendwie losziehen. Warum auch immer. Ja, wir sind blind. Genau, dann ist mir noch dieser Typ da aufgefallen, den wir uns nämlich dann auch noch cachen werden. Cachen wir uns den gleich? Ja, den cachen wir uns gleich. Der hat nämlich eine... Bringt das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich. Als würde der schielen. Sollen wir uns doch nicht mal angucken, wenn er mit uns redet? Das ist voll unhöflich. Genau, wir sollen jetzt Briefe abgeben. Wer gesehen hat, wie die wie die Aufgabe heißt, sie heißt Casanova. Der springt ja in den Laubhaufen, ey. Das ist. Puh. So, ha, Laubhaufen erstmal rein. Jeder hat einen Fetisch, bei ihm sind es die Laubhaufen. Laubhaufen, oh, schön rein da. Jetzt muss man die Briefe abgeben. Am besten nochmal schön gegen die Pflanze rennen, läuft. Genau, und ich habe erst gedacht, wir müssen dem Typen die Briefe abgeben, der da steht. Bloß, das ist er nicht, das ist nämlich ein Wächter, verdammt. Also peinlich. Die springen den auch noch an. Hier, guck mal da, Brief. Nee, doch nicht. Haha, verdammt weg. Ah, und jetzt werden wir auch noch schön gesucht. Ach, das ist so schön. Und dann schieben wir wieder irgendwelche Leute weg. Wir können jetzt ihr natürlich den Brief nicht geben, weil wir müssen ja anonym interagieren, deswegen müssen wir nochmal kurz Fliege machen, während wir elegant gegen den Orangenbaum springen und in die Tiefe stürzen. Und alles wegstecken, als wenn nichts gewesen wäre und uns dann elegant zwischen diese zwei gelangweilten Leute setzen, damit wir nicht weiter auffallen. Was auch sehr gut funktioniert. Wir wissen auch natürlich nicht, wie wir aussehen, deswegen ist das immer ganz easy peasy, sich irgendwo reinzusetzen. Da fällt man auch nicht auf. Das sollte man im echten Leben machen, wenn man irgendwie was verbockt hat und der Chef sucht ein, dass man sich dann irgendwo hinsetzt. Ich bin nicht da. Das ist ein Screen, klappt das auch immer. Genau, der stand da dann immer noch und da kam ich dann auf die glorreiche Idee, hinter ihn zu klettern, was komischerweise auch noch funktioniert hat. Wenn es nicht der andere gesehen hätte, sind wir erstmal hochgeklettert, dann wollte ich runterklettern, das hat irgendwie auch nicht ganz funktioniert, also das war total nubig, die Folge, also richtig nubig. Und dann irgendwann sind wir dann, nachdem ich sie wegschieben wollte, sind wir dann endlich bei der Dame angekommen. Und haben uns dann auch dementsprechend verpisst, nachdem wir den Brief abgegeben haben. Yeah! So, dann verschwinden wir mal. Einmal die Hausfassade hoch, bitte. Danke.
und in die Tiefe. Und da kam das Signal, dass wir nur noch 2 Minuten haben. Was ja total easy ist, so wir haben ja noch genug Zeit. Da ploppen die Priester fröhlich auf oder die Mönche. Was ist ein Mönchenpriester? Oh, das spielt jetzt auch überall nach. Spring da schon wieder rein, hey. Das zum zweiten Mal selbst die Krise, weil ich nicht. Na gut, ich hab. Ja, ich wollte dran vorbeilaufen. Vielleicht habe ich auch direkt draufgezielt. Das kann natürlich auch sein. Psst. War nicht meine Schuld. So, dann wandern wir weiter, denn da ist die nächste Frau. Dann lass uns elegant runterfallen und reden mit ihr, nachdem wir sie schon wieder versuchen wegzuschieben. Sie sieht aus, als hätte sie eine Glatze. Genau, und dann haben wir die Briefe abgegeben und können zurück zu unserer Familie. Starte was? Psst. Jetzt klettern wir wieder von Hausdach zu Hausdach, von Wand zu Wand, entdecken allerlei. Und finden allerlei. Für die Leute, die in München wohnen, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Das klingt wie so, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber. Der Allerlei in der Innenstadt dazu gemacht. Also der, da wo der Allerlei drin war, das ist leer. War ich heute ein bisschen geschockt, als ich dran vorbeigelaufen bin, weil ich arbeite ja direkt in der Innenstadt. Da bin ich mit einem Kollegen durch, weil er nämlich kurz zum Saturn musste und dann haben wir da geschaut, war der Allerlei weg. Ein bisschen erschreckend. Der Rossmann ist jetzt übrigens auch weg neben dem Sexshop und ich glaube, der Sexshop verschwindet auch in der Sonnenstraße. Ja, München ist ein faszinierendes Gebiet. Ich gehe allein an 2 Sexshops vorbei, wenn ich zur Arbeit gehe. Fasziniert. Auf jeden Fall, ich glaube, der eine schließt jetzt auch. Wird auch mal Zeit. Und der Rossmann macht jetzt auch zu. Ich weiß gar nicht. Ja, cool, der nächste Rossmann ist die Schwantalarura, aber... Ja. Auf jeden Fall ist der Allerlei jetzt weg, was mich total verwundert, weil für diejenigen, die es nicht wissen, es ist halt dieser Allerlei, das ist ein Kramschladen. Da kannst du halt so hier Modeschmuck und so einen Schmarrn holen. Und lauter so Zeug. Und Plakate und so, also so eine Art kleiner Trödelladen. Und der war eigentlich immer gut besucht, aber auf jeden Fall ist er jetzt weg und ja. Hat sich vielleicht doch nicht mehr rentiert oder jetzt wollen sie nicht mehr haben. Genau, und jetzt sind wir angekommen. Jetzt ist nämlich auch das Ende der Folge und ich bedanke mich recht herzlich und wir sehen uns in der nächsten. Haut rein, Leute.